Hallo zusammen. Alle Kinder sind etwas Besonderes. So denken zumindest deren Eltern. Manche sind umtriebig und spielen gern und manche sind im Gegenteil ruhig und gehorsam. Die einen lesen gern, die anderen lieben es, tagelang irgendetwas zu basteln und die dritten mögen Sport. Doch die Knirpse, die wir für dieses Video herausgesucht haben, kann man wirklich als besonders bezeichnen. Und das ist nicht nur die Meinung ihrer Mütter. Bei unseren heutigen Protagonisten handelt es sich um kleine Genies sowie unglaublich hübsche und einzigartige Kinder. Wollt ihr Näheres über sie erfahren? Dann lasst uns loslegen. Mia Alflalo Shunem. Nur 15 Instagram-Beiträge und schon über 100.000 Abonnenten. Woran liegt es? Ganz sicher an den prächtigen Haaren, deren Besitzerin erst 6 Jahre alt ist. Die kleine Israeli Mia Alflalo Shunem hat derart dichte Haare, dass einige Leute sogar vermuten, dass sie eine Perücke tragen würde. Aber das stimmt gar nicht. Ihre Schönheit ist zu 100% natürlichem Ursprungs. Mia liebt es, in schicken Kleidern vor der Kamera zu posieren. Und obwohl manche Social-Media-Nutzer ihre Bedenken in Bezug darauf äußern, ob das Mädchen vielleicht doch etwas zu klein für diese Art Bekanntheit wäre, scheint Mia ihren Ruhm richtig zu genießen und schlüpft gern in alle möglichen Outfits. Melanie Dickerson. I love you. Melanie ist noch ganz klein und hat riesige Augen, um die sich jede Disney-Prinzessin beneiden würde. Aber ihre Schönheit hat auch eine negative Kehrseite. Es ist so, dass Melanie an einer seltenen genetischen Krankheit namens Axenfeld-Rieger-Syndrom leidet, durch die sie eines Tages erblinden könnte. Kinder, die mit dieser Erkrankung geboren wurden, haben häufig entweder ganz kleine oder gar keine Regenbogenhaut, weswegen jedes ihrer Augen wie eine einzige Pupille aussieht. Durch die Pupille dringt das Licht ins Auge, deshalb sind Kinder wie Melanie wahnsinnig lichtempfindlich. Falls euch jemals pupillenweiternde Tropfen gegeben habt, wisst ihr, wie es sich anfühlt. Immer wenn das Kind nach draußen geht, ob zum Auto ihrer Mutter oder zum Spielplatz, um zu schaukeln, muss sie aufpassen. Melanie muss immer eine Sonnenbrille tragen, nur so kann sie sich vor Sonnenlicht schützen. Farouk James. Was braucht man, um im Jahr 2019 Model zu werden? Ein außergewöhnliches Aussehen und einen Instagram-Account. Farouk James kommt aus London und ist noch ganz jung, aber er macht schon jetzt eine Karriere in der Modeindustrie mit Hilfe von sozialen Netzwerken. Und das hat er seinen Haaren zu verdanken. Mit 6 betrug die Länge von Farouks Haaren bereits 60 cm. Stellt euch das mal vor. Wie oft begegnet man jemanden, der eine derart tolle Mähne hat? Insbesondere wenn es um ein kleines Kind geht, dem es wesentlich mehr Spaß macht zu spielen, als sich die Haare zu kämmen. Allerdings werden die prächtigen Haare des Jungen von seiner Mutter Bonnie gepflegt. Sie meint, dass es ihm gar nichts ausmacht, zumal sie glaubt, dass der Bube von seiner Haarpracht in Zukunft mehrmals profitieren würde. Farouks Social-Media-Leben begann 2014, als der Junge erst 3 war. Schon damals, nachdem ein paar Bilder von ihm veröffentlicht wurden, war klar, dass das außergewöhnliche Kind in den sozialen Medien populär werden könnte. Seitdem wächst seine Bekanntheit zusammen mit seinen Haaren und wahrscheinlich wird es auch in Zukunft so sein. Farouk wurde bereits an der Seite von Promis gesichtet und nahm an internationalen Fashion-Events teil. Doch er bleibt ein ganz normales Kind. Er steht auf Fußball, besonders auf Chelsea und liebt Musik und Theater. Virsavia Borun Goncharova. Das Mädchen mit dem ungewöhnlichen Namen Virsavia steht seit frühester Kindheit auf Ponys und Beyoncé. Außerdem tanzt und malt sie gern. Sie unterscheidet sich eigentlich durch nichts von allen anderen 10-jährigen Mädchen. Doch es gibt ein Aber. Virsavia leidet an einer seltenen Krankheit namens Pentology of Cantrell, bei der sich das Herz außerhalb des Brustkorbs befindet. Ja, so etwas kommt wirklich vor, aber sehr selten. Die Häufigkeitsrate beträgt 5,5 Fälle pro 1 Million Personen. Wegen der Krankheit sind Virsavias Zwerchfell, Bauchwände und Brustkasten deformiert. Darüber hinaus fehlen ja ein paar Rippen. Das Ganze ist echt schlimm, doch trotz aller Probleme bleibt die Kleine stark und tapfer. Gleich nach ihrer Geburt hat sie die Ärzte in Staunen versetzt, da sie glaubten, dass jedes Kind mit dieser Erkrankung sterben würde, gleich nachdem es auf die Welt gekommen ist. Aber es geschah ein wahres Wunder. Virsavia lebt und hat Spaß am Leben. Genau wie ihre Altersgenossen geht sie spazieren, sowie rennt und springt herum. Aber jedes Mal, wenn sie umherrollt, muss sie sehr vorsichtig sein. Mehr noch, sie muss aufpassen, selbst wenn sie sich anzieht, wobei ihre Kleidungsstücke unbedingt aus weichem Stoff sein müssen, um ihr Herz nicht zu verletzen. Doch sie wird nicht ganzes Leben lang ihr Herz außerhalb des Brustkorbs tragen können. Virsavia muss sich einer super komplizierten OP unterziehen, die es ermöglichen sollte, das Organ an seinen Platz zu bringen. Und mittlerweile bereiten sich die besten Ärzte der Welt darauf vor. Lidian Natasvaram. Dürfen wir bekannt machen? Das hier ist ein junger indischer Pianist, den viele für ein Wunderkind halten, und zwar völlig zu Recht. 2019 hat Lidian Natasvaram einen Talentwettbewerb des Senders CBS namens The World's Best gewonnen und dafür 1 Million Dollar bekommen. Er kann unglaublich schnell Tasten anschlagen, und zwar auf 2 Flügeln gleichzeitig. Keine Ahnung, wie der Kleine darauf gekommen ist.
Dass Lydian musikalisch begabt ist, wurde klar, als er mit 2 anfing, Schlagzeug zu spielen. Später hat er seinen Vater Varshan Satish, der ein Musikdirektor ist, überall hin begleitet und seiner älteren Schwester beim Klavierspielen zugesehen. Er war sofort in dieses Instrument verknallt. Im Alter von 8 Jahren konnte er bereits etwas davon, was seine Schwester gespielt hat, nach Gehör spielen, ohne vorher geübt zu haben. Er hat sich nur YouTube-Videos angeschaut. Später haben seine Schwester und sein Vater ihm Klavierunterricht gegeben. Und schon sehr bald konnte Lydian den Hummelflug mit einer Geschwindigkeit von 190 Tönen pro Minute spielen. Danach hat er langsame und melodische Stücke gelernt und kurze Zeit später die Aufnahmeprüfung im Fach Klavier am Trinity College bestanden, die in London stattfand. Und das ist übrigens das, was man normalerweise erst im Studentenalter oder gar später schafft. Der Junge ist also ein echtes Wunderkind. Rebecca und Kimberly Young. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ihr im Alter von 9 bis 11 getrieben habt? Es waren vermutlich typische Kinderaktivitäten. Aber die Schwestern Rebecca und Kimberly Young aus den USA, die Wissenschaft über alles lieben, haben ein Raumschiff gebaut und ins Weltall geschossen. Is basically just a very large balloon. Eigentlich war es nur ein Wetterballon namens Loki Lego Launcher. Sie haben ein Bild ihrer Kanzel Loki und einen Lego R2-D2 in die Stratosphäre aufsteigen lassen, wo das Fluggerät seine Standortkoordinaten sowie die Daten in Bezug auf die Veränderungen von Umgebungstemperatur, Geschwindigkeit und Luftdruck erfasst und anschließend an seine jungen Herstellerinnen auf dem Erdboden geschickt. Die Schwestern waren begeistert, denn ihr Erzeugnis hat nicht nur funktioniert, sondern auch ganz überraschende Erkenntnisse geliefert, von denen sie zuvor keine Ahnung hatten. So haben die jungen Forscherinnen herausgefunden, dass die Lufttemperatur, als das Fluggerät die erste Atmosphärenschicht durchquert hat, erst gesunken und dann wieder gestiegen ist und nochmal gesunken ist. Ihr Experiment hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass sogar das Weiße Haus darauf aufmerksam wurde. Die Mädchen wurden zu einer Wissenschaftsmesse eingeladen, wo sie Barack Obama getroffen und sich mit ihm unterhalten haben. Mittlerweile forschen Rebecca und Kimberly Young weiter. Sie haben bereits mehrere solche Experimente durchgeführt und haben gar nicht vor, damit aufzuhören. Meera Modi. Was macht ihr, wenn ihr auf irgendeiner Homepage ein Benutzerkonto erstellen müsst? Verwendet ihr immer und dasselbe Passwort? Verändert ihr es ein wenig und könnt euch später nicht an die richtige Variante erinnern? Oder gebt ihr einfach 12345 oder vielleicht sogar das Wort Passwort ein und wundert euch irgendwann darüber, dass euer Account gehackt wurde? Um solche Situationen zu vermeiden, bietet eine Neunklässlerin namens Meera Modi Passwörter zum Verkauf an. Das Mädchen liefert nur sichere und einprägsame Passwörter, die sie mit Hilfe eines von ihr entwickelten Verfahrens namens Diceware generiert. Meera wirft Würfel, um sicherzustellen, dass Wörter, die sie in einem Wörterbuch heraussucht, völlig zufällig sind. Der Preis für perfekt gesicherte Daten ist relativ klein, nur $8. Meera verschickt an ihre Auftraggeber Codesätze, die sie manuell aus zufälligen Wörtern zusammengesetzt hat, die sie wiederum einem speziellen Wörterbuch entnimmt, in Umschlägen per Post. Sie alle bestehen aus 6 Wörtern. Auf ihrer Webseite, wo man sich ein sicheres Passwort bestellen kann, informiert sie darüber, dass sie noch in die Schule geht, weshalb sie sich mit dem Erstellen von Passwörtern nur abends beschäftigen kann, also nachdem sie ihre Hausaufgaben gemacht hat. Ishaya Bird. Leute, die keinen Sport treiben, finden immer eine Ausrede wie schlechtes Wetter, der falsche Wochentag oder die Schulter tut weh. Und ein junger Einwohner von Long Beach namens Ishaya Bird hat sich niemals vor dem Training gedrückt, obwohl er allen Grund dazu hätte. Es ist so, dass Ishaya ohne Beine auf die Welt kam. Aber das hindert den jungen Mann nicht daran, American Football und Fußball zu spielen, sowie zu schwimmen, Skateboard zu fahren, zu surfen und sogar zu laufen. Wie? Woher hat der junge Sportler so viel Kraft und Motivation und wie schafft er es nicht zu verzweifeln? Ishaya meint, dass er trotz allem einfach weiter trainiert und nach keinen Ausreden sucht. Das hat ihm sein Trainer Miguel Rodriguez beigebracht. Er begann den außergewöhnlichen Jungen zu trainieren, als dieser erst 9 war. Und mittlerweile ist er nicht nur ein Schüler, sondern auch ein Freund. Rodriguez erhält übrigens täglich E-Mails, Anrufe und Videos von Erwachsenen und Kindern aus ganz Amerika, die ihm erzählen, dass sie sich an Ishayas Durchsetzungsvermögen und Mut zum Sieg ein Beispiel genommen haben. Ihr werdet uns sicherlich zustimmen, dass sein Fall wirklich inspirierend wirkt. Und was noch erfreulicher ist, stellt Ishaya neue Rekorde nicht alleine auf. Ihm helfen seine Mutter, Bernadette Hopton, seine Freunde und Teamkameraden dabei. Masiya und Millie Biggs. Der Fall von Masiya und Millie Biggs ist wirklich etwas Einmaliges. Die Wahrscheinlichkeit für so etwas liegt bei 1 zu 1 Million, denn diese Mädchen sind Zwillinge, die aber eine unterschiedliche Haut-, Haar- und Augenfarbe haben.
Oh Gott. Nachdem sie geboren wurden, sahen sie vorerst gleich aus, doch mit der Zeit traten immer mehr Unterschiede zwischen ihnen zutage. Sobald Millies Haut dunkler wurde, schien das Gesicht der blauäugigen Marcia heller zu werden. Ihre Haare fingen irgendwann an, sich zu kräuseln und das Mädchen wurde blond. Die Mutter der Zwillingsschwestern, Amanda, erklärte es dadurch, dass Marcia nach ihr kommt. Sie hat ihre hellere Haut sowie ihre blonden Haare und Millie die Gesichtszüge ihres aus Jamaika stammenden Vaters geerbt. Die beiden Eltern wurden auf der Straße immer wieder von verblüfften Passanten angesprochen. Sie konnten einfach nicht glauben, dass zwei derart unterschiedliche Mädchen Zwillingsschwestern sind. So nach dem Motto, sie könnten höchstens Freundinnen oder Cousinen sein. Ganz zu schweigen davon, wie oft die Eltern der Mädchen das ganze Schullehrern erklären mussten. Doch die kleinen Schwestern stören die ganzen Unterschiede nicht im geringsten. Marcia und Millie sind wie Pech und Schwefel. Sie haben so eine enge Bindung zueinander, dass sie sich sogar ähnlich bewegen. Und es war schon immer so. Mittlerweile sind die Mädchen 13 und es sieht so aus, als ob sie auch in Zukunft fremde Menschen zum Staunen bringen würden. Eines Abends hat Sam vor seinem PC gelangweilt rumgehockt, als plötzlich passiert etwas. Er wird von einem Ironman-Anzug aufgefangen und auf einmal tut sich ein Portal auf und Sam wird ins Innere eines Riesenroboters geschleudert. Es knallen Raketen, alles fliegt in die Luft, Sam fällt in einen Zeitrichter und puh, willst du es auch erleben? Dann besuche unseren Kanal. Schluss mit Langeweile. Abonniere TechZone.